ProMedic Reha und Prävention ist eine seit mehr als 20 Jahren bestehende Einrichtung für kardiologische und orthopädische bzw. chirurgische ambulante Rehabilitation. Die Vernetzung der verschiedenen physischen und psychischen Maßnahmen führt zu einer erfolgreichen Gesundheitsförderung und einer Therapie der kurzen Wege. Das Ziel, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen, wird durch ein effektiv arbeitendes, hochqualifiziertes Team von Ärzten und Therapeuten umgesetzt und begleitet. Aufgrund der wohnortnahen Versorgung bleibt der Kontakt zur Familie und dem häuslichen Umfeld erhalten. Der hauseigene Fahrdienst ermöglicht bei Gehbehinderung eine unkomplizierte An- und Abreise. Patienten, die zu einer kardiologischen Rehabilitation kommen, haben vielfältige Probleme. Als erstes sind es Probleme in der Beweglichkeit, in der körperlichen Belastbarkeit. Weiterhin sind es aber auch große Probleme im Rahmen der Psyche. Menschen haben ein gravierendes Ereignis erlebt. Manchmal Herzstillstand, manchmal große Herzoperationen nach Bypass-OP oder Herzklappenerneuerung. Und diese Patienten finden sich bei uns ein, im Wesentlichen ihre Psyche zu stabilisieren einerseits, andererseits ihre körperliche Fitness wieder zu erreichen und, was ganz wesentlich ist, eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. Und am Ende können wir den Patienten mitteilen, das ist deine Belastbarkeit, da musst du mehr dran arbeiten, oder andererseits diese Sportart fortführen und, was ganz wesentlich ist, die Lebensführung immer wieder erneut überdenken. Letztendlich ein Rückführen in das Berufsleben, den Alltag genießen und eben regelmäßigen Kontrollen sich zumuten, um neue Ereignisse zu verhindern. Vor 3 Wochen bin ich zur ProMedic mit Herzinfarkt als Patient gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin top wiederhergestellt worden. Ich habe hier Menschen kennengelernt, die mit Gefühl, mit entsprechender Kompetenz, mit fachlicher Reife alles Mögliche getan haben. Das trifft sowohl für die Therapeuten, für die Verwaltungsmitarbeiter wie auch für die Ärzte zu. Man hat insgesamt das Gefühl, hier ist ein doller Teamgeist im Hause, und ich kann nur sagen, machen Sie weiter so. In der Physiotherapie sehen wir den Menschen immer als ein Ganzes. Der menschliche Organismus besteht aus vielen einzelnen Systemen, die miteinander kommunizieren, aber auch reagieren können. Nicht selten kommt es vor, dass die Ursache für ein Symptom nicht an der Stelle zu finden ist, wo das Symptom auftritt, sondern in einem damit zusammenhängenden System unseres Körpers. Wir arbeiten interdisziplinär mit unseren Ärzten, der medizinischen Trainingstherapie und unseren Kooperationspartnern, um für unsere Kunden ihren individuellen Weg zu einer wieder vollständig hergestellten Gesundheit zu ermöglichen und um sie in ihrem privaten und in ihrem beruflichen Alltag wieder fest zu integrieren. Wir behandeln in unserem Haus viele Patienten, welche eine Hüft- oder Kniegelenksprothese erhalten haben. Aber auch alle weiteren Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates werden bei uns therapiert. Patienten mit Sportverletzungen oder Unfallverletzungen, zum Beispiel nach einer Kreuzbandruptur, erfahren bei uns eine individuelle Therapie. Ebenso wie Patienten, welche aufgrund von Rückenbeschwerden, ausgelöst durch knöchernen Verschleiß oder Bandscheibenvorfälle oder auch nach Bandscheibenoperationen zu uns kommen. Unser Ziel ist dabei die Wiederherstellung der Mobilität durch konservative Methoden. Mit unserem neuesten Gerät können wir im Alltag und berufsbezogene Bewegungsabläufe simulieren und testen, wie zum Beispiel von einem Gärtner oder auch von einer Pflegekraft. Das Ganze kann man auch im sportartspezifischen Bereich messen und durchführen. Funktionelles Training können wir mit diesem Gerät dann hinterher durchführen. Und das Ganze geht auch eben in Echtzeit, je nachdem, wie schnell der entsprechende Arbeitnehmer seine Arbeit durchführt. Und das Ganze lässt sich auch auf alle möglichen Gelenke, wie in der Schulter oder auch in der Hüfte, durchführen. Mein Name ist Paul Diederik. Ich bin begeisterter Physiotherapeut seit 20 Jahren mit der Rehabilitation und bin sportlich engagiert. Wir sind ständig an den Herausforderungen ans Gesundheitssystem gebunden. Das heißt, wir haben eine ständige Veränderung. Am Anfang ist das ambulant vor stationär. Dieses Modell ist ja das ambulante Modell. Dann haben wir Reha vor Pflege und letztendlich jetzt in den letzten Jahren Reha vor Rente.
Wir sind dafür verantwortlich, einen fließenden Übergang zwischen das Akutkrankenhaus und die weitere Behandlung darzustellen mit der Rehabilitation. Und das tun wir im gesamten Kreis in die Indikation Orthopädie und Kardiologie. Unser Motto gemeinsam mit dem Patienten ist zurück ins Leben, Freude an Bewegung.